Hörst du? Ich hab jetzt zwei Beeren. Brauchst du Hilfe? Nee, alles schick. Oh, der ist tot. Kacke. Der Typ hat eine RPG. Bauen Schlüssel. Check kurz mit dem Typ da vorne. Wer Grace kennt, der weiß, dass sie keine halben Sachen macht. Die Ausrüstung in ihrem Bunker muss erst. Wow, sie hat immer noch. Ich hasse das. Was denn? Echt. Ja, mit der quatschen will, dass man stehen bleiben muss. Die Ausrüstung in ihrem Bunker muss erste Sahne sein. Also, wenn sie nicht verbrannt ist, meine ich. Wo rennst du denn schon wieder hin? Ich hab da mit der Dame da geredet. So, was machen wir jetzt? Entweder die Truck-Mission. Ja. Oder... bewaffneter Wally-Konvoi. Der wird auf uns zufahren. Da müssen wir die Konvois zerstören. Schau kurz auf die Straße. Hab ihn. Der hat gerade einen Bär überfahren. Nein, den habe ich erschossen. Ja, aber hat ihn auch überfahren. Nein, bitte! Sir, im Ernst. Hilfe! Scheiße! Haben wir kein Visier! Wow. Schaust du kurz auf die Straße? Der ist schon wieder. Der Konvoi, wo wir töten müssen. Wo ist denn der? Da vorne. Oh ja. Zerstören klingt immer gut. Oh Junge! Wow, wow, wow! Sorry, ich hab den ein bisschen Kacke abgeschossen, ich weiß. Das Auto hier ist noch fast ganz. Ich muss erstmal Muni kaufen gehen. Muni kaufen wäre echt nichts Böses. Ja, ich hab da ein Hundi. Wo ist jetzt mein Hundi? Hundi. Wer guckt jetzt eigentlich alles zu, den ich kennen könnte? Da ist Hundi. Wer fragt nach Hundi? Suttelnopper. Hallo. Der Hund heißt Boomer. Wenn ich du wäre, würde ich mir sorgen. Das ist cool. Boomer ist cool. Um jetzt einen anderen Transporter oder was ist denn? Ich hab 40 Silber.
wo siehst du das? Wenn ich auf der Karte bin. Ich hab gar nichts. Ja, fangen wir mit dem Konvoi an. Nein. Wieso hab ich 40 Silber? Willst du fahren oder? Mir spielt es keine Rolle. Voll geil. Fahr mal neben den. Down. Hey, wie jetzt? Ja, der Truck hätten wir gebraucht. Ah, kacke. Hä, war das der? Ja. Ah. Ups. Erste? Bist du? Ich hab die Mission markiert. Geh mal rein. Warum? Einer hat die Tankstelle hochgejagt. Neben mir ist die Tankstelle hochgegangen. Stell ich am besten nicht neben die Tankstelle. Nee. Partner ist gespawnt. Sonst warte, Moment. Lass mich den im Truck mit der Sniper abschießen, noch nichts machen. Ach Junge, warte kurz. Sorry. Moment kurz. Runde. Hab ihn. Komm, Zedo. Ja, komm. Ich will da schnell schauen, aber hat nichts. Ja, sonst kommt die gleich hier an. Hast du jetzt in die Luft gejagt? Nix. Ihr habt ja gleich eine Dose in den Kopf. Das ist ein Zivilist getötet. Klasse, Klausi. Ach, wir müssen ihn abholen. Ja, hier. Markier mir das mal bitte.
Hast du markiert? Ja, danke. Ach, Cedo. Ich hab random reingeschossen. Holzzivilist getroffen. Hey, aber cool, da unten hat es einen Hubschrauberpunkt, wo man einen Hubschrauber kaufen kann. Geil. Ich war für alles bereit. Hättest mal sehen sollen, wie die Leute mich angesehen haben. Als wäre ich irre oder sowas. Tja, und wir mein Hund ist weg. Bricks, oh. Natürlich kam die Sekte und drehte mir den Hahn ab. Hab alles verloren. Vor uns. Danke. Oh, hi. Kannst du kurz zurückfahren? Okay. Ich glaube, die sind tot, Zero. Ach, ich mag die Waffe. Judimo mag die auch. Oh. Gibt's noch irgendwo einen? Nein. Ach so. Boah. Im Laden freigeschaltet. Genau, man kann jetzt die den Ding holen. Was kann man? Jetzt kann man das Fahrzeug holen. Ja? Oh Gott. Das habe ich jetzt auch auf Screen, ne? Bei mir sind zwei Dinge übereinander. Wollen wir das Ding machen? Digga, bei mir sind gerade zwei Dialoge übereinander. Verstehe gar nichts, wer was irgendwas von denen sagt. Jetzt? Ein Ding müssen wir doch noch machen, Konvoi oder nicht? Seh du? Ja. Dann markier den mal. Was? Ja. Hä? Wieso fahren wir seitwärts? Keine Ahnung. Frag nicht, Far Cry. Was? Ich frag nicht, das ist Far Cry. Bei mir ist irgendwie der Bildschirm wie als wenn ich besoffen wäre, also ich... Bei mir auch. War ziemlich beknackt gerade. Bei mir ist alles weiß. Bei mir ist alles schwarz. Bei mir jetzt auch. Hä? Hä? Was?
Oh, es ist Far Cry. Ich liebe es, es ist ein Ubisoft-Spiel. Was ist das denn jetzt? Hast du das auch? Ja. Hä? Kommt mir nicht sehr würdig vor. Das haben wir nicht zu entscheiden. Bring ihn runter zum Wasser. Die Reinigung beginnt heute Nacht. Hä? Keine Ahnung. Wir müssen die Vergangenheit abwaschen, kommt ja, das bei mir so Quatsch. Ja, bei mir auch. Boah, ich habe jetzt meine Snacks aufgemacht. Ich mache jetzt auch meine Chips auf. Oh, Jesus. Wolltest du die Reinigung, John? Na, Jesse. Du musst sie lieben, John. Lass dich von deiner Sünde nicht abhalten. Bring ihn zu mir. Was zum Geier, Alter? Keine Ahnung. Oh nee. Was ist da los? Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Du bist hier durch die Gnade Gottes. Nee. Du hast ein Geschenk erhalten. Entscheidest anzunehmen. Oder ob du ablehnst. Er wird die Entzündung erreichen. Oder die Tore nach Eden bleiben auch für dich geschlossen, Tom. Ja, Joseph. What the hell? Du wirst erkennen, jede Sünde, die du je begangen hast, egal wie belanglos, egal wie klein, ich erweise sie dir. Dann sehen wir, ob du die Entzündung wert bist. Hä? Warum? Also das ist mal echt ein Punkt, wo ich sagen muss, ich kritisiere das. Ich verstehe vor allem nicht, was die jetzt von mir wollen. Wenn wir einfach beichten, wenn wir einfach sofort beichten, wird alles gut, oder? Nein. Ich verstehe nicht, warum einfach so zwischendrin. Ja. Weil eine Beichte ohne Schmerz keine echte Beichte ist. Ihr schreibt eure Sünden heraus, dann tragt ihr sie auf eurem Fleisch, bevor John sie euch abnimmt. Ein wunderbares Gefühl. Verfluchte Peggys! Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden mal wieder gerettet. Ja. Krasser Typ. What the hell?
Ja, genau! Hä? Du auch hier? Ich bin tot. Das gibt coole YouTube-Videos. Echt. Hab wieder einen Bug entdeckt. Ich bin bei dir. Da stehe ich irgendwie nicht hier. Ich auch nicht, vor allem, ich bin am Anfang gerade voll in die Hoch geflogen. Die Hutimo fragt sich auch gerade. Also es ist und bleibt ein Ubisoft-Spiel. Pero. Pero. Sofort. Du musst mit dem Penner hier reden. Hey Mann, wie geht's dir? Hier drüben, der Pieti. Die Dinge hier sind etwas jetzt. Ja, Jodimo, Geld, das ist echt Watte. Danke für deine Hilfe. Aber es ist noch nicht vorbei. Die Sekte verlagert den Rest der Gefangenen. Merle haben sie auch. Die Zeit läuft. Nimm dir, was du tragen kannst und rette sie. Ich rufe ein paar unserer Leute zusammen. Wir werden sie brauchen, wenn wir das durchziehen wollen. Man kann nie genug Kugeln haben. Wir müssen zu ihm! Wir müssen den Stellungswechsel! Hey Tim, wo du gespawnt bist, bist du ja auch am Boden gespawnt? Ja. Ich nicht, ich bin in die Luft geflogen. Cool. Ja, und dann bin ich gestorben. Oh, cool. Das ist zum Kotzen. Gezeichnet zu werden ist nur der Anfang. Es wird noch schlimmer. Oh mein Gott. Danke. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Aufstoßen und sehen uns und erwarten, dass wir vorübergehen. Wo warst du hier in der grünen Höhle? Wow. Ja, als ob. Erstmal fett Mörser beschossen. Boah. Deputy, wir schicken dir einen Helikopter, der dich abholt. Halt einfach die Stellung, bis er da ist. Ja, wir sollen hier überleben, Cedo. Weiß aber nicht, von wo die kommen. Ah, die kommen von drüben, Cedo. Bist du auch mal? Nee. Machst das schon. Bei mir unten? Hab ihn.
Hey Jodimo, musst jetzt mal schauen. Das sieht voll geil aus. Bombardieren wir nochmal alles. Hubschrauber steigen. Land doch mal. Komm, 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 komm. Okay. Aber ich habe jetzt nicht verstanden, wieso. Ich auch nicht. Weil es so ist. Aber die ganze Gemeinde braucht unsere Hilfe. Wenn wir erstmal stark genug sind, befreien wir alle Gefangenen, versprochen. Komm bei mir vorbei, wenn Vollsend befreit ist. Du findest mich in der Kirche. Die glauben wirklich, dass sie uns retten? Uns retten? Eingesperrt in so einem Drecksloch? Leck mich am Arsch. Also sie haben die Texte nicht so gut gemacht, dass das übereinander, also dass das nicht übereinander ist. Ja. Diese Peggys haben alle um den Verstand gebracht. Das ist der Erreiche Falls End. Du meinst erstmal den komischen Truck da. Ja. Wollen wir schnell fliegen? Ja. Pastor Jerome hat uns gebeten, dich sicher hierher zu bringen. Das war wohl überflüssig. Du kannst definitiv selbst auf dich aufpassen. Der Heli ist kacke. Dann nehmen wir Knarren dran. Hä? Dann nehmen wir Knarren dran. Er ist vor allem voll langsam. Wollen wir irgendwo unterwegs abspringen, oder? Ja.
Stand irgendwo vor denen. Nein! Da ist da einer abgesprungen. Ich wollte dir Munition geben. Halt und fliegen sind übrigens voll kacke. Erzähl du. Fragen wir die durchfahren, hä? Ja. Da vorne. Hinten ist direkt ein Silo, was wir danach kaputt machen können. Cool, meine Stellung brennt, weil ich benutzen wollte. Hiltenwerfer? Nee. Hallo. Müsste sie genau vor meiner Waffe locken. Ich hab einen Soundbug. Wie doch? Raketenwerfer. Er war eh schon kaputt, Zero. Okay. Der nicht. Okay. Hast du Zero kaputt gemacht? Nee. Darf ich kaputt machen? Hager. Komm, Boomer, machen kaputt. Jawoll. Irgendein durchgeknallter Verschwörungstheoretiker soll angeblich auf seiner Ranch tonnenweise Sprengstoff horten. Das Zeug könnte sehr nützlich sein für den Widerstand. Du musst jetzt eigentlich die Tür immer aufknacken, oder wie ist das? Die hab ich aufgeknackt, ja. Aber hier oben ist irgendwie nichts. Ist hier irgendwas?